alle hier bei Johannas Landlebenküche. Heute geht es um den arabischen Feldsalat, wo ich das Saatgut von Farah seiner Mama bekommen habe in Bielefeld. Da möchte ich euch heute mein Lieblingsdressing zu zeigen. An Gegenständen brauchen wir heute unser Brett, ein kleines Messer, eine Schale und einen Schneebesen. An Zutaten brauchen wir heute unseren arabischen Feldsalat. Arabischer Feldsalat ist ganz anders als deutscher Feldsalat. Der ist viel dickblattiger, also viel saftiger. Und deshalb liebe ich den so sehr. Dann brauchen wir 200 Gramm Sahne, 30%ige, 50 Gramm Zucker und den Saft einer Zitrone. Das entspricht 60 Gramm. Den Salat sehe ich jetzt nochmal durch. Das heißt, ich gucke halt, wenn jetzt hier irgendwie so ein Blatt ist, was mir nicht gefällt, tue ich das zur Seite oder ich schneide hier unten am Stiel nochmal dran lang. Bei dem Salat ist das so, dass ich es so am Stiel hier wirklich lasse, weil auch der Stiel super saftig ist. Die wachsen übrigens auch ganz anders als der Feldsalat. Also hier habe ich eine Pflanze, die ich immer wieder oben ausknipse, so wie beim Basilikum. Und die wächst immer weiter nach. Und also ich hatte die letztes Jahr, ich glaube, die war 80 cm hoch, weil ich einmal vergessen hatte auszukneifen. Das war wirklich echt der Hammer. Sind leider nicht winterfest und ich habe es noch nicht geschafft, Saat mit mir zu ziehen. Ich glaube, ich muss da doch nochmal auf Farahs Mama zurückgreifen. Die Soße ist auch super schnell zusammengerührt. Alle Zutaten in die Schale und verrühren. Der arabische Feldsalat mit dem Zitronen-Sahne-Dressing wird bei uns so angerichtet. Der Salat bleibt für sich, das Dressing bleibt für sich, weil durch die Zitronensäure greift es sofort die Struktur vom Salat an und es würde schnell zusammenfallen. Deshalb machen wir das so, dass wir es direkt vorm Essen erst drüber geben und jeder auch sich so viel Dressing nehmen kann, wie er möchte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüss!